Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Battle Group Einsteiger Guides. Ich bin heute wieder hier mit Sascha und Andi. Ja. Ja, heute geht es darum, dass wir euch mal ein paar Hersteller vorstellen oder beziehungsweise Hersteller, wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben oder auch keine gute Erfahrung mitgemacht haben, beziehungsweise mit Herstellern, die wir einfach mal kennenlernen durften und was so das Gängige im 15 mm WW2 Bereich ist. Im Anschluss danach wird es noch ein kleines Painting-Tutorial geben, wo wir mal eine kleine 15 mm Miniatur anmalen, weil oft hört man ja immer so, oh, 15 mm anmalen ist nicht ganz so geil, aber ich finde es tatsächlich geiler. Also eure, du hast, glaube ich, hast du schon mal eine 15 mm Miniatur angemalt? Du hast angefangen. Noch nicht komplett, ich habe es angefangen und der Anfang ist super einfach. Ich muss mir jetzt noch ein bisschen was zurecht gucken, wie ich die Details anmale, so ein bisschen, aber es geht gut von der Hand. Ja, finde ich auch. Ja. Deine Erfahrung? Der Meinung bin ich auch. Ich habe relativ viel 15 mm schon angemalt, auch in verschiedenen Qualitätsstufen. Mhm. Auch wenn ich heutzutage dazu übergehe, dann doch eher eine relativ grundlegende Qualitätsstufe nur draufzulegen, weil es sind 15 mm Figuren. Ihr könnt es sehen aus der Entfernung. Man erkennt nicht, ob der Augenbrauen gemalt bekommen hat oder nicht. Genau. Aber 15 mm Figuren anmalen ist mindestens genauso einfach wie 28 mm, wenn nicht noch einfacher. Ja, deswegen, darauf werden wir auch eingehen. Das heißt, wir werden so ein Tabletop-Standard einfach mal malen. Das gibt es dann im Anschluss. Aber wir beginnen jetzt mit den verschiedenen Herstellern. Und vorab möchte ich noch sagen, wir wurden auf der Taktika echt oft angesprochen. Erstmal vielen Dank für euer ganzes Feedback. Ihr habt echt uns gelöchert auf der Taktika. Wann kommt der zweite Teil? Zeit. Nicht nur auf der Taktika, auch in Braunschweig, auf der Red Line. Haben auch viele Besucher gefragt und das ist toll, so ein Feedback zu erfahren. Und das motiviert uns auch dazu, den zweiten Teil ein bisschen in unserem Redaktionsplan nach vorne zu ziehen, um euch jetzt mehr Inhalt zeigen zu können. Genau, also starten wir mit Herstellern 15 mm WW2. Wir wollen euch heute die fünf namhaften und größten, in unseren Augen größten, Figurenhersteller im Bereich 15 mm Zweite Weltkrieg vorstellen. Ja. Dabei haben wir uns rausgesucht einmal Skytrax, Forged and Battle, natürlich Battlefront, Plastic Soldier Company nicht zu vergessen und Peter Pick. Genau. Ja, viele fangen natürlich an mit irgendwelchen Beständen, die sie schon haben aus ihren Flames of War Zeiten. Das heißt, sie haben auf jeden Fall Battlefront Miniaturen, viele denke ich schon einfach mal in der Hand gehabt. Ja, das würde ich auch sagen. Dann geht es weiter, würde ich sagen, so auf Platz 2 ist so Plastic Soldier Company, weil einfach so, okay, da kann man auch inzwischen richtig viele Panzer, Fahrzeuge und so weiter kaufen. Die haben tolle Infanterie-Packs. Das würde ich jetzt so auch so auf Platz 2. Und dann der Bekanntheitsliste. Und dann haben wir Exoten, Peter Pick, Skytrax, wobei Skytrax auch viele nicht kannten. Ja, Skytrax ist wirklich recht unbekannt. Genau. Ja. Peter Pick kennt man noch auch aus allen anderen Genren. Und dann haben wir noch Forge and Battles, die auch letztes oder vorletztes Jahr einen extrem guten Kickstarter hatten. Allerdings überhaupt nicht im WW2-Bereich, sondern Antike war Antike, genau. Genau. Und die sind da auch immer noch sehr, sehr aktiv, machen derzeit auch Gelände und so weiter für 15 mm. Das heißt, drei Exoten und zwei so, die relativ bekannt sind. Genau. Andi, du hast dir die Mühe gemacht, mal das einzig Wesentliche für diese Figuren auseinanderzubringen. Genau. Das eine ist ja, wie sehen sie aus? Ja, kommen wir gleich zu. Wie sind die Figuren? Wie lassen sich bemalen? Das zeigen wir gleich in aller Ruhe im Detail. Aber das, worauf es eigentlich ankommt, ihr seid irgendwo unterwegs, sagt, ich möchte mir jetzt eine neue Armee aufbauen, so wie Andi das ja jetzt macht. Irgendwann musst du die Entscheidung treffen, was kaufe ich mir? Genau. Und diese Entscheidung triffst du früher oder später eigentlich nur über den Preis. Ja, finanziell. Ja. Du hast dir also jetzt mal die Mühe gemacht und ausgerechnet, was die Figuren so kosten. Genau. Erzähl doch mal. Also bei Skytrax gibt es den 50er-Pack für ungefähr 12 Pfund. Genau. Kommen wir auf einen Stückpreis von 27 Cent pro Figur. Okay. Bei Forged and Battles haben wir die 152er Box für 41 Pfund. Mhm. Da sind wir mit ca. 31 Cent pro. Okay, noch schon mal ein bisschen teurer. Mhm. Battlefront liegen preislich ähnlich. 126 Miniaturen, 36 Euro für die Plastik-Variante, sind 28 Cent. Okay. Und ja, ihr hattet geschätzt ungefähr 10 Euro mehr für die Zinn-Miniaturen. Ja. Die alten Zinn-Boxen waren recht hochpreisig. Ja. Ich weiß aber gar nicht, ob es die so noch zu kaufen gibt im größeren Stil. Ich weiß es auch nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Mhm. Aber wir haben sie hier jetzt mal mit 46 Euro angesetzt für die 126er Box. Sind wir mit 36 Cent pro Miniatur mit dabei. Gut, PSC sind mit Abstand die günstigsten. Die 138er Box für 22 Pfund. Okay. Umgerechnet auf Miniatur sind es 18 Cent. Oh, okay. Das ist schon ein Kampfpreis. Und dann haben wir noch die Peter Pick. Das sind die teuersten hier bei uns. Okay. Mit
46 Cent pro Mini. Mini. Oh, okay. Im 8er Blister für 3,20 Pfund. Das heißt, wir haben so eine Spanne zwischen 18 und 50 Cent pro Mini. Ja. Das Cent ist natürlich schon ein ganz schöner Unterschied. Ja. Genau. Okay. Ja, fangen wir vielleicht mal an, so ein bisschen, okay, erfahrungsgemäß mal zu erzählen. Plastic Soldier Company zum Beispiel, ja, fällt mir jetzt erstmal spontan ein. Die haben damals die ersten Infanterieboxen rausgebracht, fand ich überhaupt nicht schön. Die hatten zum Beispiel ganz komische Posen. Ich kann mich da erinnern an diesen Granatwerfer, der so ganz komisch... Der sah so aus wie die Airfix-Soldaten, ja, die man aus dem Sandkasten kennt. Ja, das ist richtig. Da hat man aber inzwischen nachgebessert. Die neuen Infanterieboxen sind super. Die sind wirklich toll geworden. Und auch die ganzen Heavy-Weapon-Teams. Und das ist ja alles in Plastik. Also wir kriegen tatsächlich alles in Plastik. Was bei Battlefront zum Beispiel wiederum nicht so ist. Also das heißt zum Beispiel die ganzen MG-Teams, Mörser und so weiter... Die sind teilweise mit in den Grenadierboxen zum Beispiel mit enthalten, aber trotzdem haben wir da auch immer noch Zinnteile dabei. Was ist da? Da sehe ich schon so den Vorteil bei Plastic Soldier Company, aber die alten Boxen sind so. Ja. Was du bei Plastic Soldier halt heute auch noch hast, wir haben ja hier als Beispiel, zeigen wir euch ja wie gesagt gleich noch in Deutsch. Ja. In Deutsch. Ich habe Deutsch in der Hand, in groß. Ich habe jetzt hier die deutsche Early War Box gehabt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Posen sind okay. Es könnten mehr Posen sein. Wir sehen hier eine Base mit 3 schießenden Posen, von denen 2 identisch sind. Das fiel mir relativ schnell auf, dass beim Zusammenbauen der Trupps es doch dazu kam, dass man immer mal öfter mal die gleichen Figuren auf einer Base hat. Und ich habe nur 3 Figuren auf einer Base. Ist nicht so viel. Und das ist aber sicherlich dem Preis geschuldet. Der Guss ist von all den Figuren, die ich hier so vor mir habe, eigentlich der schlechteste. Ja, die Details sind nicht sehr scharf. Man hat das Typische, was man bei Plastikguss oft hat. Man hat vorne einen Spaten, der so ein Stück absteht und hinter einfach so Füllmaterial, was bis an die Figur rangeht. Ja. Das fällt schon auf. Allerdings, und das ist natürlich immer so die Sache, das fällt mir auf, wenn ich mir die Figur so angucke. Ja, da musst du schon so machen. Die Figur hier nebenstelle sehe ich es nicht. Aber ganz sachlich gesehen, von der Qualität her, finde ich persönlich, sind die PSC-Figuren genau da, wo sie preislich sein sollten, wenn man die Preise vergleicht, und zwar ganz unten. Definitiv. Aber trotzdem zu gebrauchen. Also natürlich. Klar. Also es gibt im 28mm Bereich Dinge, wo ich sage, okay, die sind viel, viel schlechter. Also gerade wenn man zum Beispiel, wo du gerade das sagst mit dieser Spartentasche, da fällt mir zum Beispiel ein, von Warlord Games, oder ist das Perry gewesen, die American Civil War Box. Mhm. Das ist Perry, ne? Ich weiß es. Plastikguss, da muss ich sagen... Die hier? Also die nur... Nee, das ist... Nee. Ja, nee. Das war ja... Wargames Factory war da mit drin. Aber ich glaube, das war zum Beispiel... also da ist es zum Beispiel ganz schlimm. Da siehst du das... Bei 28 siehst du das dann aber auch. Ja, und das muss ich sagen, bei 15mm siehst du einfach eine ganze Menge nicht, wenn sie einfach auf dem Tisch stehen. Ja, das ist richtig. Und da musst du dann auch schon... Da musst du es dann wirklich mit der Bemalung dann auch rausholen, um das wirklich sichtbar zu machen. Und ich habe ja jetzt in meiner Einsteigerarmee überwiegend PSC. Stimmt, bei dir ist nur PSC. Ja, ich habe zwar ein paar Skytracks noch dazu gekauft für Figuren, die jetzt nicht in dem Set mit drin waren. Mhm, und ein paar Sonderposen, aber ansonsten ist meine Armee komplett PSC. Ja, kann man voll machen. Also und da hast du auch gleich ein gutes Stichwort genannt, finde ich, Sonderposen. Mhm. Also wir haben, wie schon gesagt, PSC. Ist so eine Marke, die einen guten Standard bietet. Mhm. Da kann man nichts mit falsch machen. Gar nichts. Aber gerade die wir Battlegroup spielen wollen, uns fällt ja auf, dass oft das Standardrepertoire auch von Battlefront nicht unbedingt ausreicht. Ja. Uns fehlen, wie du gesagt hast, zusätzliche Geschütze oder zusätzliche Mörser, schwere Waffenteams. Uns fehlt ein Sanitäter oder einer mit einer Bahre oder sowas. Ja. Und das sind Sachen, wo ich finde, wo Skytrax super in die Bresche springt. Ja. Die Figuren sind im mittleren Preissegment. Ja natürlich, klar. Man muss da natürlich jetzt beachten, wenn ich mir eine Box mit 15 oder 30 Sunnies kaufe, wie viel brauche ich davon? Ich brauche 2-3 Figuren, deswegen wird der Figurenpreis dadurch wieder höher. Aber ich kriege bei Skytrax auf jeden Fall Figuren, die ich bei keiner anderen Serie bekomme. Die das bekomme ich bei richtig. Peter Pick nicht, die bekomme ich bei bei Battlefront, wenn dann nur 1-2 Mal in den größeren Boxen, die ich dann teuer kaufen müsste. Bei PSC bekomme ich sie überhaupt nicht. Nein. Und bei Forged in Battle in der Regel auch nicht. Nee. Also ich denke mal so, man kann ruhig sagen, Battlefront, PSC und Fortune Battle ist quasi so den Kern, den wir stellen. Genau. Und Peter Pick hat auch immer noch so Sachen, okay, die haben auch noch mal andere Sachen wie Skytrax, aber Skytrax ist, würde ich sagen, der Exot, der tatsächlich alles bedienen kann. Ja, ich denke auch. Bei Skytrax habe ich wirklich alles gefunden, vom Kratmelder bis
ja, bis zum Sanitäter eben. Genau. Wo du Peter Pick sagst, vielleicht um ein bisschen auf die einzugehen, weil wir über die noch gar nicht so viel verloren haben. Peter Pick sind die mit Abstand teuersten Figuren, die wir haben. Mhm. Maßstabsmäßig passen sie eigentlich relativ gut zu den eher knubbeligen Battlefront-Figuren. Genau. Was ich bei Peter Pick klasse finde, das ist auch der große Stand, den wir hier haben, den wir euch noch zeigen. Bei Peter Pick gibt es diese wundervollen flüchtenden Figuren. Ja, die sind super. Die habe ich, glaube ich, woanders noch gar nicht so richtig gesehen. Und auch Verwundete. Genau, es gibt viele verwundete Figuren. Es gibt Figuren, die flüchten. Oder auch Tommys, die Tee trinken, habe ich auch zu Hause rumstehen. Die sind großartig. Was man aber bei Peter Pick mögen muss, sind die Gesichter. Alles andere ist großartig. Der Guss ist sauber. Man hat wenig Gussgrate in der Regel. Auch wenig Quatsch, der so wirklich über den Helm rübergeht. Also natürlich hat man diese Grate wie bei allen anderen auch. Okay. Aber jetzt nicht über alle Maßen. Was man da mögen muss, ist die Gesichter. Man sieht wirklich, die Gesichter sind mit einer Stecknadel einfach so rein. Und die haben alle so einen Mund. Die stehen alle da. Das natürlich sieht man das nachher nicht so wirklich, auch wenn es hier schon auffällt, wenn sie jetzt so vor mir stehen im Gegenlicht. Die schreien alle. Aber die schreien halt alle. Ja. Und das ist so eine Sache, die mir persönlich nicht gefällt. Ja. Also man muss auch sagen, wenn man jetzt, ich habe auch schon öfters gehört, so, oh, Skytrax zum Beispiel in Battlefront Mission, kann man das auf eine Base stellen? Ich persönlich sage ja. Also ich würde alle komplett durcheinander mischen und würde das auf eine Base stellen, weil wir haben nicht immer die gleichen Größen. Mal ist der eine dicker, mal ist der andere dünner. Aber es fällt natürlich schon auf. Wir haben Battlefront, haben wir diese typischen Knubbel-Gesichter und Körper. Das hat Forge in Battles auch. Ja. Das heißt, man kann zum Beispiel Battlefront und Forge in Battles super kombinieren. Genau. Das fällt überhaupt nicht auf. Dann würde ich aber sagen, zum Beispiel Plastic Soldier Company und Skytrax kann man gut kombinieren, weil Plastic Soldier auch nicht so knubbelig ist. Ja, ist richtig. Ja. Ne? Also da könnte man das auch noch, wobei ich glaube, es würde trotzdem noch auffallen, weil Skytrax wirklich True Scale ist. Ja, ne? Die sind deutlich kleiner. Also die sind also ein bisschen schmaler. Das Einzige, wo es halt wirklich auffällt, also klar sieht man, dass die Ärmchen dünner sind. Ja. Das ist aber nicht ganz so wild, weil du hast gesagt, es kann mal einer 1,30, da wäre es auch im Zweiten Weltkrieg waren die Leute schon klein. Ja. Was du halt immer siehst, ist die Helme. Ja, richtig. Ein Helm bei Battlefront ist im schlimmsten Fall fast doppelt so groß wie ein Helm von Skytrax. Ja, das stimmt. Und wenn du die dann nebeneinander stellst, dann sieht es dann doch schon komisch aus. Ja. Vielleicht erkennt man gar nicht, was nicht stimmt bei der Base. Aber du bleibst dran hängen und stellst fest, so, irgendwas. Ja. Einer gehört da nicht rein. Ja. Irgendwie. Ja, ne? Ja, das ist aber, glaube ich, so eine Geschmackssache. Ne? Ja. Einfach so, der eine sagt so, okay, nein, ich möchte das nicht. Und der andere, wie ich zum Beispiel, ich würde das auch komplett durchmischen. Weil wenn ich die Miniatur genau die brauche und ich zum Beispiel, ich brauche einen Flammenwerfer, ne? Und ich habe zum Beispiel nur Skytrax-Miniaturen, dann brauche ich den Flammenwerfer von Battlefront zum Beispiel. Ja, genau. Würde ich trotzdem auf eine Base stellen. Also im Endeffekt ist das dann so eine Kopfsache. Genau. Aber bei den Miniaturen würde ich sagen, also ich würde sie alle... Ja, kommen wir nochmal zu Battlefront. Da müssen wir nochmal hinkommen, weil Battlefront hat ja jetzt eine kleine Änderung gemacht. Die haben ja jetzt tatsächlich auf ein Weichplastik umgestellt. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Es gibt natürlich noch jede Menge Zinnblister. Aber die haben auch inzwischen Weichplastik-Miniaturen gemacht und das ist wirklich Weichplastik. Also das ist wirklich hier damals Airfix. Ja, genau. Das sind diese Gummidinger. Genau. Ich werde niemals verstehen, was sie dazu geritten hat. Also da kannst du von Zinnpreisen und Mischungsreinheiten und Zugabemitteln, die man nicht mehr reinmachen darf und sowas, sagen, was du möchtest. Aber die haben schöne Hartplastikfiguren gegossen. Oh, die waren super. Mit der dritten Edition sind die mega. Ja in den Markt gekommen, wenn man so möchte, von Flames of War damals. Und die waren super, die waren klasse. Da kann man fast nichts gegen sagen. Nee. Und dass man jetzt diesen Weichplastik-Gummikram da macht. Also ich habe sie mal in der Hand gehabt. Ich fand sie jetzt echt unterwältigend. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr es besser, ich weiß nicht, ob das wirklich ein guter Schritt war. Ob sie damit wirklich auf dem Markt Erfolg haben. Also ich habe die noch nirgendwo im Einsatz gesehen, die Figuren. Ich frage mich auch, was der Grund dafür war. So, warum stellt man denn von diesen super Plastikminiaturen, die sie gemacht haben, diese Haarplastikboxen, die waren super. Also die deutschen Sowjets, Amerikaner, ich habe sie, glaube ich, die Briten, ich habe sie alle gehabt und ich habe, also konnte nichts Schlechtes drüber verlieren. Und dann kam dieses Weichplastik und auf einmal, Kosten sparen. Glaube ich nicht, weil die Kosten... Das ist schwierig. Die Form, beim Plastikguss ist das teure ja die Form. Ja, eben. Weil die Form ja extrem lange hält, im Gegensatz zum Zinnguss, mache ich das Geld also eigentlich, wenn ich das Formgeld nicht sparen kann, weil ich brauche so oder so dieselbe Form fürs Plastik, dann kann ich also am Rohstoff sparen. Ja. Ob dieses Gummiplastik, dieses Weichplastik jetzt so viel günstiger ist, weiß ich nicht, dafür stecke ich natürlich da auch nicht drin. Aber also mich hat es sehr gewundert und ich glaube nicht,
dass das ein guter Schachzug war. Ich fand es auch mega peinlich. Also die haben ja sogar noch ein Video dazu gemacht und haben dann extra gesagt, so, hey, das mit den verbogenen Gewehren ist doch super. Ihr braucht die nur in warmes Wasser tauchen und könnt ihr wieder gerade ziehen. Ja. Alles ist super. Und ich fand es mega peinlich, wo ich denke, ey, ihr habt eine mega geile Produktion die letzten Jahre gemacht. Mhm. Und warum kommt ihr mit so einem Scheiß? Also... Aber gut, aber das ist, glaube ich, auch wieder eine Geschmackssache. Vielleicht gibt es Leute, ja, vielleicht postet doch mal die Erfahrung. Wenn ihr Erfahrung mit diesen neuen Weichplastik-Miniaturen gemacht habt, findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Was findet ihr daran gut? Schreibt es in die Kommentare. Genau, aber zurück zum Thema. Genau. Wir sollten das Thema Infanterie kurz abhaken und vielleicht ein kleines Ranking für uns hin unterschieben. Genau. Genau. Andreas, jetzt gemessen an den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast in den letzten Wochen mit dem Aufbau deiner Armee und an der Preisliste, die du ausgearbeitet hast, was würdest du denn so sagen? Wenn du so ein Ranking, wenn ich dir jetzt die Pistole auf die Brust lege, sage, du musst jetzt hier eine Top, was haben wir? Fünf Hersteller? Ja, fünf der Herstellerlisten machen. Was würdest du machen? Also ganz vorne liegen für mich persönlich auf Platz 1 Skytrax und Peter Pick. Okay. Weil die einfach, finde ich, die schönsten und meisten Posen haben. Ja, das stimmt. Und ja, auch super gegossen sind. Ja. Super Einstieg wäre PSC. Mhm. Würde ich jedem als Grundlage ans Herz legen. Ja. Aus meiner Sicht. Ja. Dann die Forged in Battle. Finde ich auch sehr schön. Ja, habe ich auch so. Habe ich jetzt ja auch die ganze Zeit die Demospiele mitgemacht auf der Taktika bzw. Red Line. Nee, das waren die hier. Das ist Battlefront. Achso. Das sind die Forge Battles. Mhm. Okay. Dann natürlich die Battlefront, finde ich auch gut. Ja. Und die Forge Battle, weiß ich nicht. Habe ich so noch nicht in den Finger gehabt. Mhm. Sehe ich heute hier zum ersten Mal für mich. Und ja, gefallen mir irgendwie. Sehen aus von hier aus wie irgendwelche, weiß ich nicht. Ja, die Space waren, Marines fast. Ja, die sind recht, du hast recht, die sind recht bullig. Ja. Die waren eine ganze Zeit lang so das einzige große Äquivalent zu Battlefront. Mhm. Der einzige Hersteller, bei dem man, naja, der einzige natürlich nicht, aber der erste größere Hersteller, bei dem man so eine Pax auch in vernünftiger Größe, also 150 Figuren reichen in der Regel für alles, was man so vorhaben könnte, kaufen konnte. Und die haben sich halt sehr an den alten Zinnfiguren von Battlefront orientiert, die ebenso knubbelig waren. Ja. Aber du sagst es und mir fällt es heute auch auf, ja, ich habe die jetzt jahrelang in meinem Schrank gehabt, die fallen echt aus der Reihe. Ja, das da hast du recht. Und preislich sind sie auch nicht so interessant mehr, weil 31 Cent pro Figur ist jetzt kein Hammerpreis. Nee, eben. Also, zusammenfassend kann man sagen, wenn ihr starten wollt, kauft euch die Sachen von Plastic Soldier Company oder nehmt die Sachen, die ihr von Battlefront zu Hause habt. Ich komme durcheinander mit den ganzen Battles hier. Und wenn ihr was Spezielles sucht, guckt auf jeden Fall bei Skytrax, guckt auf jeden Fall bei Peter Pick. Ja. Da müsst ihr natürlich entscheiden, ob euch die Figuren gefallen oder nicht. Genau. Verkehrt machen kann man nichts. Mischen kann man alles. Ja. Ich denke, damit können wir das Thema Infanterie soweit abhaken. Das denke ich auch. Kommen wir jetzt noch vielleicht zu den Fahrzeugen, weil auch von den Fahrzeugen haben wir ja auch inzwischen mehrere Hersteller. Auch hier haben wir verschiedene Hersteller mal aufgebahrt. Die können wir euch auch gleich nochmal zeigen. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal schnell einfach drüber, weil das ist schon recht umfangreich, was man da besprechen kann. Also wir haben jetzt hier aufgestellt auch von Skytrax mal ein Fahrzeug. Wir haben Plastic Soldier Company, wir haben hier noch ein Skytrax, das ist Zinn. Also, kennt man auch fast nicht mehr heutzutage. Das Zinnpanzer? Ist auch wirklich, Zinnpanzer, komplett. Wirklich schwer, aber auch im Hohlguss, also auch gut gelöst. Und auch bei dem Kleinen hier. Genau, bei dem Kleinen ist auch hohl, genau. Die sind nicht so sackschwer. Dann haben wir nochmal Plastic Soldier Company, wir haben Zvesta, das ist auch ein sehr interessanter Hersteller für 15 Millimeter. Für Fahrzeuge auf jeden Fall. Battlefront Resin, wir haben hier ein Peter Pick. Genau. Das ist Skytrax. Das ist neue Battlefront Plastik. Ganz genau. Genau. Ja, fangen wir mal mit Zvesta an. Das ist ein interessanter Hersteller, 15mm Maßstab. In den letzten Jahren auch pushen ganz schön was raus. Ja, aber richtig. Ja, ja. Und die haben natürlich auch einen Kampfpreis von, ich glaube, 3,50 Euro so ein Modell. Ja, 2 bis 3 Euro zahlt man. Ja. Und das ist auch das, was bei Zvesta den Markt ausmacht. Ja. Die Figuren sind von dem Detailgrad mit Abstand die schlechtesten, das muss man einfach so sagen. Die sind sehr simpel, man sieht es in den Laufwerken und sowas, man sieht es an den fehlenden Nieten und an allem. Ja. Die sind sehr, sehr simpel, aber für 2 bis 3,50 Euro pro Panzer macht man nichts verkehrt. Überlegt euch, was ihr früher, in Anführungsstrichen,
oder was ihr bei Battlefront für einen Panzer zahlt. Ja. Das sind teilweise 7, 8, 9, 10, 11, 12 Euro für ein Fahrzeug. Ja, eben. Also der Pfennigfuchser, der sei auf jeden Fall auf Zwetzer hingewiesen. Gibt es praktisch überall zu kaufen, auch in Deutschland. Ja. Mittlerweile auf vielen Messen auch. Auf Taktika gibt es auch immer einen Stand, wo ich mich immer eindecke. Inzwischen auch hat jeder Tabletop-Händler Zwetzer im Angebot. Sollte auf jeden Fall. Also der Flames of War im Angebot hat, hat meistens auch Zwetzer mit dabei. Wenn euer Händler das nicht im Angebot hat, sprecht ihn mal drauf an, warum er das nicht im Angebot hat. Vielleicht kennt er die Marke gar nicht. Genau. Oder hat gesagt, so Russenkram kaufe ich gar nicht erst. Ja. Der kann ja sein. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall ist das der Preis-Leistungs-Sieger. Jetzt schon, egal was danach kommt. Egal. Also Zwetzer, will ich auch mal zu sagen noch, wir brauchen überhaupt gar keinen Klebstoff. Ja, weil das sind alles so Snap-Fit-Modelle. Man kann das einfach zusammenstecken, zack, 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 sind ein paar Teile und dann sind die fix und fertig. Klar, wir haben jetzt, was so die Haltbarkeit angeht. Wir haben hier natürlich ein Kanonenrohr, was auch nicht so geil ist. Wir haben, wenn wir den Turm abnehmen wollen, ist mir auch schon das ein oder andere Mal dieser Plastikpinöppel gerissen. Mhm. Auch beim Drehen schon allein. Das kann passieren. Aber wie Thomas schon gesagt hat, ich habe neulich auch mal, ich glaube, 10 Stück oder so davon gebraucht. Und wenn du bei Battlefront 10 solcher Dinger kaufst, bist du bei knapp 80 Euro, glaube ich. Ja. Und jetzt, ja, 10 mal 3,50 Euro, ne, sind 35 Euro. Das ist nicht schlecht. Also das ist auf jeden Fall Preis-Leistungsgewinner. Und die haben inzwischen richtig tolle Modelle. Also im deutschen Bereich haben die ganz viel. Die haben jetzt auch Jagdpanther und Tiger 2. Mhm. Und also die kosten, glaube ich, ein bisschen mehr. Die liegen ein bisschen bei 4, 5 Euro, weil das auch große Modelle wirklich sind. Eine Maus kriegst du inzwischen auch von Zwetzer. Falls man eine Maus braucht. Falls man eine Maus braucht. aber ich würde auch sagen, wirklich schöne Modelle, aber gibt natürlich, es geht besser. Genau, geht besser. Kommen wir zum nächsten Thema, Plastic Soldier Company. Das war, glaube ich, der T34 hier. Ja. Und da sieht man schon einen Riesenunterschied, allein in der Oberfläche, in den Kanten, vor allen Dingen in der Schärfe und in den Details. Gut, der T34 hat jetzt vielleicht ein bisschen mehr als der alte Panzer, der hier daneben steht. Aber da sieht man, da sind Nieten drauf und alles. Und die Vertiefungen sind auch von den Luken relativ tief und scharf. Man sieht schon einen deutlichen Unterschied. Die Panzer sind sicherlich ein kleines bisschen teurer. Aber jetzt auch nicht so die Welt. Und wir haben hier... Das ist der T34, das ist auch noch einer mit der ersten Bausätze vom PSC. Genau, die haben, glaube ich, T34 rausgemacht und deutsche Panzer als allererstes, Panzer 4. Ne? Panzer 4. Und genau, da steht er hier daneben. Genau, siehst du. Und hier sieht man auch allein im Laufwerk, ist deutlich mehr an Detail zu holen bei den Deutschen. Mehr, das sind die Aufhängungen der einzelnen Laufrollen, sowas ist sauber modelliert worden. Und... der Panzer wirkt an sich ein bisschen wertiger als der von Zwetzer. Es ist das Rohr, was deutlich stabiler ist. Natürlich, klar, es ist dicker als. Ja. Ist auch klar, aber auch vom T34, wo es jetzt nicht so viel dicker ist, ist es deutlich härter. Ja. Die Modelle sind aber tatsächlich schon Bausätze, haben in der Regel deutlich mehr Teile. Oft sind, und das ärgert mich daran immer, die Ketten aus zwei Teilen. Ja. Und die muss man immer ineinander kleben. Und man hat immer, und wirklich immer, hier an der Klebestelle zwischen den beiden Ketten, immer so eine Stelle, die nicht so richtig passt. Achtung, da muss ich euch jetzt mal korrigieren. Ach ja? Und zwar hat da PSC, da. Genau, da ist es tatsächlich noch so. PSC hat aber nachgearbeitet. Tatsache, ja. Und PSC, du kannst vom PSC, also in den neuen Boxen sind die komplett ein Teil. Mhm. Und du kannst die einzeln nachkaufen. Das heißt, wenn du noch eine alte Box Panzer 4 oder T34 im Schrank hast, dann kannst du dir nur die komplette, die kompletten Laufräder mit Ketten, das ist ein einziges Teil. Ach, weil das war früher ätzend. Genau, ich habe mir. Warum sagst du mir das erst jetzt? Entschuldigung. Eine kleine Geduld. Aber ihr habt den Vorteil. Genau, ihr habt den Vorteil jetzt. Genau, macht den Fehler nicht, den Andreas gemacht hat. Aber den haben wir alle gemacht. Ich habe auch meine 30 Shermans alle so zusammengeholt. Ich habe geflucht. Geflucht. Weil ich, glaube ich, nur den 30. und letzten gerade hinbekommen habe. Und alles andere war Mist. Ja. Aber schön zu sehen, dass sich da was bewegt. Ja. PSC bringt auch jede Menge neues Zeug raus. Ja. Von daher lohnt es sich da auch immer einen Blick zu werfen. Auf jeden Fall. So, was haben wir noch an Herstellern? Battlefront natürlich. Battlefront Plastik. Ja. Die sind in den letzten Jahren auf Plastik umgestiegen. Und ich muss sagen, mit der Beste. Ja. Also Plastikguss können die im Fahrzeugbereich. Wo man jetzt, wenn man zurückdenkt, Feuerfreibox, Flames of War. Das Stuck und der Firefly und alles war ein Albtraum. Ja, ein Albtraum. War furchtbar. Das war richtig schlecht. Ja, da hat man gesehen, die mussten auf Plastik umstellen, um den Preis der Box halten zu können. Ja. Und es war auch okay-ish für das, was es war. Es war nicht okay. Es war nicht okay. Die Würfel waren kacke, die Figuren waren okay, die Panzer waren ein Albtraum. Es war also geht nicht. Aber die haben daraus gelernt und haben gesagt, pass auf, den Resinkram kauft keiner mehr und es ist auch nicht mehr zeitgemäß. So ein Resinblock mit so Zinnketten und für 10 Euro oder sowas. Ja, ja. Also Plastikmodelle, wir haben hier einen Panzer 4 stehen von denen und der ist echt sauber. Also, Panzer 3 ist das. Panzer 3, ja, richtig.
Ich habe vergessen, die Laufrollen zu ziehen. In der Schnelle kann das mal passieren. Der ist einfach gut gegossen, kann man nichts gegen sagen. Ne? Die Bausätze sind super. Die Bausätze sind klasse. Und auch pre-colored für alle Faulen, wenn man Wüste spielen möchte. Also es gibt ja inzwischen sie sogar Geschütze raus im Plastik. Ja. Die 8-8. Die 8-8. Danke, dass ihr endlich eine Plastik 8-8 rausgebracht habt. Da, die ist hervorragend. Gut, die Crew, da kann man sich wieder drum streiten. Da hat man teilweise aber auch ein bisschen geguckt. Da sind teilweise Resin-Miniaturen dabei. Okay, sind aber auch nicht so gut. Mhm. Aber die Plastikbausätze im Fahrzeugbereich sind echt geil. Auch die haben ein 8-Rad rausgebracht und so weiter. Und Puma und sowas. Also richtig, richtig gut. Würde ich tatsächlich mit an... Also PSC Battle Group Plastik ist so für mich so beides Top, Top 1. Okay. Was haben wir noch? Wir haben Battlefront Resin. Genau. Kaufe ich tatsächlich ganz gerne immer noch mit diesen angegossenen Füßen. Oh nein! Mit diesen angegossenen Füßen. Es gibt Leute, die mögen das überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich immer ganz fesch bei den kleinen Fahrzeugen. Mhm. Da haben wir noch viele Exoten, die wir kriegen können bei Battle Group. Ja, ist richtig. Ne? Also da haben wir nochmal Fahrzeuge, die gibt es woanders wiederum nicht. Und von daher finde ich die, ja gut, Qualität ist immer so ein, kann man Gott sei Dank durchgucken, es ist ein Blister. Das heißt, wir können uns die Qualität direkt im Laden angucken. Gefällt sie uns nicht. Ansonsten ist es auch sehr durchwachsen. Ja, es ist halt Resin. Es ist Resin. Das ist ein aussterbendes Material, das merkt man halt einfach. Ja. Bei solchen Herstellern, die irgendwie, bei Battle Group merkt man das ganz, ganz deutlich, die haben sich irgendwie selbst verloren auf diesem Weg der Materialwahl und Wahl. Und die finden sich irgendwie, es gibt diese Resin-Teile, es gibt diese ganz alten Special-Order-Zinn-Sachen noch. Mhm. Dann gibt es diese uralten, die, aber ich glaube, die kannst du mittlerweile fast gar nicht, obwohl du kannst sie noch kaufen, die ganzen Altfiguren, die noch nicht neu aufgelegt wurden, wie die alten polnischen Sachen. Ja, okay. Dass du einen Resin-Body hast und dann halt Zinn-Räder ankleben musst und sowas. Ja, und das Zinnrohr ja. an den Resinturm. Und das ist völlig aus der Zeit gefallen. Ja. Und dann hast du die guten neuen Plastikfiguren, wo du sagst, okay, da wird der Weg hingehen. Mhm. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was passiert mit der Firma Battlefront. Ne? Eben, genau. Wenn die so weitermachen mit den Infanteriefiguren, und ich habe das Gefühl, dass die Version 4 von Flames of War überhaupt nicht angekommen ist, bei mir persönlich ist das zumindest nicht, dann kann es natürlich sein, dass wir diesen Laden in ein paar Jahren nicht mehr haben. Ne? Das wäre sehr, sehr schade. Ja, das wäre schade. Die haben den Weg bereitet für viel anderes, für das, was wir hier heute machen. So. Also, Peter Pick, den hast du dir gekauft, ne? Den habe ich mir gekauft. Sag mal was über dein Auto, Andreas. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Daneben steht der Kübelwagen auch nochmal von Skytrax. Ja. Das kleine. Ist ein bisschen knubbeliger, ein bisschen kompakter. Wirkt, wenn du die beiden jetzt so nebeneinander hast, finde ich stimmiger. Ja. Da hast du wieder die kleinen Helme bei Skytrax. Ja. Das fällt natürlich wieder auf. Und ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich aufs Feld stelle. So ist es egal. Ja. Das ist richtig, aber wenn das nicht mehr schlüssig ist, das sieht aus, als ob hier zwei Pygmäen drin sitzen. Ja. In dem Auto von Skytrax. Ja, stimmt. Das passt überhaupt nicht zum Fahrzeug. Ja, aber wenn ich jetzt dazu neben noch die Figuren stelle. Ja, der Kübelwagen ist natürlich auch nicht besonders groß, ne? Ja, aber passt Peter Pick eigentlich fast ein bisschen besser zu dem PSC? Hundertprozentig. Ja. Als der von Skytrax. Aber das gleiche Problem habe ich auch, wenn ich das Sonder-Kfz daneben stelle. Ja. Das ist 222. Ja. Es ist ein Ticken, es ist halt, Skytrax ist ein bisschen feiner gearbeitet. Ja, genau. Wir haben auf jeden Fall bei Skytrax mehr Details und schönere Details, klarere Details. Bei Peter Pick muss man wahrscheinlich auch schon sagen, dass die Formen, die Peter Pick benutzt, wahrscheinlich auch schon 30, 40 Jahre alt sind. Ne? Und bei Peter Pick ist das ein Bausatz, eigentlich ein Fertigmodell. Teil, ne? Genau. Da habe ich nur die Reifen rangesteckt und vorne die Windschutzscheibe und dann war es das. Ja. Bei Peter Pick kauft man immer so ein bisschen den Tabletop-Gründervater-Enthusiasmus mit. Das merkt man. Die Figuren sind alt, es ist alles handgemacht. Auch die Figuren bei den Fahrzeugen sieht man ab und zu, okay, das ist halt handgesculptet. Aber jetzt so auf dem Spielfeld würde ich sagen, ist es zu den Miniaturen die stimmigere Wahl. Ja. Aber jetzt im direkten Vergleich zu den anderen Fahrzeugen fallen die Peter Pick Fahrzeuge halt schon auf. Ja, das stimmt. Genau. Und die sind halt auch preis-leistungsmäßig auch am oberen Segment angesiedelt. Ja, wir sind bei 7,50 Euro. Genau. Sind wir. Das heißt, plus wir sind bei 9 Euro. VAT plus Porto. Also das ist nur was für Leute, die sagen, ich habe jetzt alles auf Peter Pick aufgebaut die letzten 20 Jahre, ich mache da weiter mit. Also da würde ich heutzutage tatsächlich von abraten. Ja, ich habe es mir nur mitbestellt, um halt mein Fahrzeug von ihm in der Hand zu halten. Natürlich, klar, das ist, wenn man eh bestellt.
schadet das ja nicht. Und so kommen die Sachen auf. Wenn man sagt, pass auf, ich brauche jetzt genau den Kübelwagen in der Ausführung so und so mit geschlossenem Verdeck. Und dann hat er den halt nur und dann kauft man den halt da. Um Gottes Willen. Das ist ja jetzt nicht verkehrt. Ja. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch einen dicken Panzer in der Mitte stehen, ne? Das ist auch, genau, das ist Skytrax. Und wir haben hier tatsächlich ein komplettes Zinnmodell. Jawohl. Also das ist wirklich richtig Zinn. Boah, das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer. Ich weiß nicht, mehr als 100 Gramm bestimmt. Ja, und das ist natürlich wiederum anfälliger, was das Spielen angeht, weil wir haben hier schon ein reines Zinn, wenn du da mal irgendwo rund schraubst, ist natürlich anfälliger. Mhm. Er ist sehr, sehr schwer, aber okay, das ist jetzt der KV-1, das ist, glaube ich, dann auch der schwerste Panzer, den sie da wahrscheinlich haben. Wahrscheinlich der KV-2 ist noch ein bisschen schwerer durch den dicken Turm. Vermutlich schon. Aber mit ist das der schwerste Panzer bestimmt mit dem Königstiger zusammen. Ja, aber die Zinnqualität finde ich extrem gut. Ja, ist weil, auf jeden Fall. Weil du hast jetzt nicht irgendwie irgendwelche Gussnasen oder irgendwo, was du noch großartig entgraten musst oder so. Das hast du tatsächlich nicht wirklich. Und sie sind wirklich sehr scharf gegossen und mir gefallen sie gut, aber eine komplette Armee würde ich daraus nicht. Also zum Beispiel, das ist wieder so die Sache. Mein Kern würde ich immer aus Plastik machen. Mhm. Egal, ob das nun Figuren oder auch Fahrzeuge sind. Da würde ich meinen Kern, das heißt, ich brauche 10 Panzer 4, kaufe ich mir Plastic Soldier oder Battlefront. Dann kaufe ich mir nicht 10 hier Metalldinger, weil erstens werde ich davon arm. Und zweitens ist es schwer. Also so meine ganzen Kernfahrzeuge gerne Plastik und alles, was ich so brauche, wie zum Beispiel eine Wespe oder eine Hummel. Du hast dir einige Sachen gekauft. Ja. Ein Ferdinand, glaube ich, ne? Nashorn, Hummel. Ja. All solche Sonderfahrzeuge, die man eh nur ein, zweimal braucht bei Battlegroup. Das ist kein Problem. Kann man super zinn resieren. Sehr, sehr schöne Modelle. Ja, genau, sind schöne Modelle, wie du schon sagst. Was hier immer auffällt beim KV-1 zum Beispiel, man hat immer diese Träger auf den Seitenschürzen. Ja. Die sind gerade im Zinnguss oftmals relativ schief. Ja. Ne, und die sehen hier wirklich sehr gut aus. Ich will nicht sagen, dass sie hundertprozentig gerade sind, weil das sind sie nicht. Aber die sehen einfach sehr, sehr realistisch aus und sehr nachvollziehbar. Und im Resinguss hast du es meistens, dass das abgebrochen ist. Genau, und im Resinguss hast du die Hälfte dieser Sachen sowieso nicht, bevor du das Modell auspackst. Ja. Und naja, also jetzt, wenn man es schon in der Hand hat, das ist natürlich schon ziemlich cool. Ne? Ja, okay. Kleines Fazit. Was können wir sagen? Ja. Also, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Ja. Den Kern aus Plastik. Den Kern aus Plastik und alles andere kauft euch dazu, was euch gefällt. Genau. Es ist völlig egal, ob der Panzer letztlich einen Euro mehr kostet oder nicht. Ja. Wenn ihr sagt, ich will genau das Modell haben von dem Kübelwagen, weil es halt so ist, oder weil ich finde, dass diese Köpfe tausendmal besser passen als die anderen, dann kauft es einfach. Es ist eure Armee. Genau, richtig. Wichtig ist halt nur, dass ihr wisst, es gibt halt nicht nur Battlefront und PSC, sondern es gibt halt auch noch 2, 3, 4 Exotenhersteller, wo ihr einfach euch mit den Sonderminis ausstatten könnt, die wir für Battlegroup nun mal einfach brauchen. Und das ist, glaube ich, immer noch das Problem. Die Leute, wenn sie Flames of War spielen, kaufe ich mir eine Grenadierbox. Hey, da ist alles drin, was ich brauche. Ja, klar. Perfekt. Und bei Battlegroup ist es nun mal so, ihr braucht halt, wir brauchen halt ein Platoon. Das ist auch jedes Mal anders aufgebaut, je nach Armeebuch. Oh, dann brauche ich noch einen HQ, dann brauche ich noch einen Artilleriebeobachter, dann brauche ich noch hier einen Observer und hier einen Sanitäter. Das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Es ist einfach detaillierter. Ja. Und genau das macht den Unterschied und genau das macht für uns, wie wir hier sitzen und ich denke für viele von euch auch, den Reiz von Battlegroup einfach aus, dass man sagt, wir spielen eine Simulation, die ein bisschen tiefer geht, als sie das bei Flames of War tut. Genau. Ja, du hast jetzt in deiner Armee alles, glaube ich, auch alles an Herstellern drin, oder? Du hast PSC dabei? Ich habe PSC, ich habe... Battlefront? Nee, Battlefront gar nicht. Nein, ich habe PSC, Skytrax und Peter Pick. Ja, okay. Also auf die drei habe ich mich beschränkt. Bisher. Also PSC im Kern wahrscheinlich, dann Peter Pick und Skytrax die ganzen Sondersachen. Genau so. Und genau so macht ihr das auch. Ganz genau. Wir hoffen, dass dieser kleine Einsteiger-Guide für euch informativ war. Genau. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Bemalt-Tutorial 15mm Infanterie. Aber bevor es dahin geht, zeigen wir euch das Ganze nochmal in der Nahansicht. Genau.
Herzlich willkommen zu unserem 15mm Maltutorial. Ja, lang ist es her, als dass wir ein Maltutorial gemacht haben. Ja, anlässlich unseres Einsteigerguides machen wir nun heute ein kleines Tutorial. Und zwar werden wir immer mal wieder angesprochen, 15mm Miniaturen, oh mein Gott. Nein, ich werde euch mal in diesem Tutorial schnell zeigen, wie man das ganz, ganz schnell und einfach machen kann. Und es ist viel, viel leichter wie eine 28mm Miniatur, will ich einfach mal behaupten. Wir haben halt einfach viel weniger Fläche. Und dazu habe ich mir jetzt mal hier eine 15mm Miniatur von Skytrax geschnappt. Und zwar haben wir hier einen ganz normalen Wehrmachtssoldaten mit einer Panzerschreck. Den habe ich jetzt schon mal grau vorgrundiert. Grundieren tue ich eigentlich ausschließlich in Grau. Ich grundiere alles mit einem grauen Vallejo Primer oder auch einem AK Interactive Primer, je nachdem, was gerade da ist. Jetzt werden wir die ganze Miniatur, also 15mm Miniaturen, malen wir eigentlich nicht einzeln an. Das heißt, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, wir malen jetzt eine einzige Miniatur an, aber 15mm Miniaturen malen wir eigentlich in Reihe an. Das heißt, wir schnappen uns, je nachdem, wie groß zum Beispiel eine Infanterieplatoon ist, malen wir natürlich das komplette Infanterieplatoon an. Das geht dann noch viel, viel schneller. Und bei Battlegroup zum Beispiel haben wir ein Infanterieplatoon. Das besteht in der Regel aus 8 Mann, ist ein Squad groß. Wir haben 3 Squads plus ein HQ, was unterschiedlich ist. Also so roundabout zwischen 20 und 30 Miniaturen haben wir pro Platoon. Je nachdem, wenn wir das natürlich noch mit weiteren Zusatzteams ausgestattet haben, dann wird das natürlich entsprechend größer. Aber dieses Platoon male ich persönlich zum Beispiel in einem Durchgang an. Ja, wir haben jetzt hier die Miniatur einmal mit dem Pinsel vorgrundiert. In der Regel mache ich das sonst auch mit der Airbrush. Aber da wir natürlich auch für die Pinselleute unter uns das Ganze machen wollen, können wir das natürlich auch alles mit dem Pinsel machen. Ja, welche Farben verwende ich? Ich verwende Vallejo-Farben und eine Zitadellfarbe. Und zwar beginnen wir mit dem Grundton, das ist German Field Grey. Dann habe ich hier German Grey. Das nutze ich für alle schwarze Gegenstände. Wir haben hier ein Middlestone, Red Leather und Panzer Aces, den Flash Bases. Das ist eigentlich so mein Favorite Hautton. Wir haben hier Lead Belcher von Citadel, Pale Sand und Cold White, um halt entsprechende Farben dann am weiteren Arbeitsgang aufzuhellen. Dann brauchen wir noch Nun Oil. Das holen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Grundfarben. Ja, wie gehen wir bei so einer Bemalung vor? Bei 15mm werde ich erstmal sämtliche Grundfarben auftragen. Dann nehmen wir ein einziges Wash, ziehen das über die komplette Miniatur drüber und hellen dann alle Farben noch einmal mit einer Farbschicht auf. Das ist für mich ein Tabletop-Standard. Wir könnten dann auch noch weitergehen und könnten dann entsprechende Highlights setzen. Das geht dann aber schon noch einen Ticken weiter. Wir malen heute einen einfachen Tabletop-Standard und ich würde sagen, wir gehen direkt los. Wie gesagt, die Miniatur ist grundiert. Ich schnappe mir jetzt hier einen großen Pinsel. Der darf auch ruhig ausgefranst sein. Ich habe mir etwas German Field Grey auf meine Nasspalette gemacht und werde jetzt einmal die komplette Miniatur damit einpinseln. Da können wir auch die komplette Miniatur mit einpinseln. Das macht überhaupt nichts. Auch Helm, Panzerschreck können wir alles in einem Durchgang mitmachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganzes Platoon anmale, habe ich meine Farbe in der Airbrush drin und kann somit diesen ersten Arbeitsschritt relativ schnell durchführen. So, die Grundfarbe ist nun drauf, German Field Grey. Die Farbe darf auch ruhig dünn sein. Und es reicht eine einzige Farbschicht, das reicht völlig aus. Die kann auch noch, wenn zum Beispiel das Grau noch durchschimmern sollte, dann macht das echt gar nichts. Die darf ruhig wirklich stark verdünnt sein, diese Farbe, weil wir dann in einem späteren Zeitgang, also einmal das Wash dunkelt das Ganze nochmal runter und da wir dann nochmal die Farben nachziehen, macht das überhaupt keinen Unterschied, ob wir die Farbe jetzt dick auftragen oder dünn. Je besser natürlich ist es halt, diese dünne Farbschicht aufzutragen, weil gerade bei 15mm kann es auch schon mal passieren, dass wir die ein oder anderen Details damit Farbe zukleistern. Ja, jetzt lassen wir jetzt kurz trocknen
Und dann geht es auch schon direkt weiter mit den ganzen Details. Ja, die Grundfarbe ist nun getrocknet und jetzt kümmern wir uns um die Details. Okay, welche Details haben wir hier an dieser Miniatur? Ich habe jetzt Glück und habe tatsächlich nicht so viele Details dran. Wir haben hier den Gasmaskenbehälter, wir haben hier die Feldflasche und ich habe gerade noch gesehen, wir haben hier einen Klappspatentasche mit Henkel. Das heißt, wir brauchen noch zwei weitere Farben. Die Farben werde ich euch aber am Ende des Videos auf jeden Fall nochmal auflisten. Ja, und das sind die Details, die wir jetzt als erstes anmalen. So, für den Gasmaskenbehälter nehmen wir auf jeden Fall die Farbe Middlestone und tragen erstmal die Grundfarbe auf. Da wir jetzt gerade Middlestone schon auf dem Pinsel haben, können wir das auch gleich für die Panzerschreck verwenden, weil viele metallischen Arbeitsgeräte und Waffen waren in dieser Farbe lackiert, sprich auch Mörser zum Beispiel oder bestimmte Teile von Maschinengewehren, Panzerfäuste, Panzerschrecks, alle in diesem Middlestone, das ist so ein grünliches Gelb oder ein dunkler Gelbton mit einem grünen Anteil. Als nächstes haben wir die Feldflasche. Da nehme ich immer ganz gerne ein Red Leather. Man kann hier natürlich auch andere Brauntöne nehmen, aber ich finde dieses Red Leather von Vallejo, das ist schön hell. Das heißt, wir sehen es tatsächlich auch noch und verschwindet nicht irgendwie in der Kleidung oder so, sondern wir haben wirklich ein schönes Rotbraun, was wir tatsächlich auch noch sehen können, wenn es etwas weiter weg ist. So, die Verschlusskappe oben haben wir dann in Metallton, das kommt dann später. Ja, dann brauchen wir jetzt natürlich die Spatentasche. Dazu nehmen wir German Camo Medium Brown. Das hatte ich jetzt am Anfang nicht erwähnt. Ja, und als Holzfarbe nutze ich ganz gerne Beige Brown von Vallejo, weil das auch ein recht hellerer Ton ist und sich einfach nochmal von anderen Sachen nochmal so ein bisschen abhebt. Aber auch da gibt es zum Beispiel das Old oder New Wood von Vallejo Panzer Aces. Das ist auch eine wirklich schöne Holzfarbe. So, die Spatentasche haben wir auch. Und ihr seht, das sind wirklich immer nur so zwei, drei Pinselstriche. Das ist super schnell gemacht. Wir können jetzt gleich noch den Holzton, Beige Brown, hier über den Spatenstiel. Der ist leider nicht so ganz ausgeprägt. Wir haben hier wirklich nur so ein Müh. Den Ton würde ich allerdings jetzt auch nehmen für zum Beispiel Gewehre. So, dann können wir jetzt auch schon weitermachen mit der Hautfarbe. Hier nehme ich halt Panzer Aces Flash Base. Das ist wirklich ein angenehmer Hautton, den wir auch dann entsprechend noch aufhellen können oder abdunkeln können, je nach Geschmack. Aber das ist halt tatsächlich mein Base-Farbton, den ich eigentlich für alles nutze. Und mische den mir dann immer zurecht, wenn ich zum Beispiel Untote male, Zombies und so ein Kram. Da kommt dann einfach noch so ein bisschen Grün mit rein, helle das Ganze noch ein bisschen auf. Aber sonst nutze ich tatsächlich immer nur diesen Farbton. So, was haben wir hier an Haut? Wir haben hier lediglich zwei Hände. Und das Gesicht. So, kommen wir zur vorletzten Farbe. Wir nehmen Metallton. In diesem Fall Lead Belcher von GW. Auch meine Farben verdünne ich immer in dem Pöttchen, damit man sie auch tatsächlich aus dem Pott nehmen kann. Ich finde ja, dass die sämtlichen Citadel-Farben alle zu dick sind. Die Citadel-R-Farben, die sind zum Beispiel perfekt, um sie direkt zu nutzen für den Pinsel. Für die Airbrush sind sie immer noch zu dick. Hier verdünne ich meine Farbe auch immer mit Fensterreiniger, zwei, drei Tropfen rein, gut durchschütteln und dann habe ich auch eine schöne Konsistenz, gerade bei Metallfarben. Hier brauchen wir nun nicht viel Metall, wir haben hier lediglich die Verschlusskappe von der Trinkflasche. Ja, und kommen wir jetzt schon zur letzten Farbe, und zwar German Grey. Für alle Teile, die jetzt schwarz sind,
Sprich, wir haben die Schuhe, also die Stiefel. Wir haben also die Koppel. Wir haben eventuell Munitionstaschen vorne. Und dann können wir auch gleichzeitig schon in dem Farbton den Helm bemalen. So, warum nehme ich kein reines Schwarz? Da wir gleich mit einem schwarzen Wash drüber gehen, dunkelt das die Teile auf jeden Fall nochmal extrem runter. Und wir haben wirklich eine Schattierung. Und deswegen nutze ich eigentlich ganz, ganz selten schwarze Farbe. Also ich nutze diesen German Grey Farbton eigentlich für viele Dinge. Dunkel auch meine Farben damit ab mit diesem Farbton. Und was rein schwarz wird, wird bei mir meistens in diesem German Grey. Weil wenn ich es tatsächlich mit einer Tusche noch behandle, dann haben wir fast schwarz. Und kann mir dann aber manchmal noch den ein oder anderen Highlight einfach sparen. So, da haben wir jetzt die Stiefel. Dann haben wir hier hinten das Koppeltragegeschirr. Mal gucken. Das ist je nach Miniaturenhersteller auch nicht immer ganz ausgeprägt. Hier ist es aber okay. Auch das ist eigentlich immer nur ein, zwei Pinselstriche. So, und im vorderen Bereich gucken wir nochmal. Ja, hier sind Munitionstaschen. Oh, Entschuldigung, das hat man jetzt nicht gesehen. Wir haben hier Munitionstaschen. Und den Gürtel. Der Gürtel geht natürlich auch hier lang. Ja, und dann gleich noch den Helm mit dazu machen. Und dann haben wir den Großteil schon erledigt. Das heißt, wir lassen ihn dann kurz trocknen. Und dann schattieren wir das ganze Modell einmal ab. Nun haben wir alle Grundfarben drauf. Das sieht jetzt noch recht unspektakulär aus. Für den einen oder anderen mag das vielleicht auch schon reichen. Nun werden wir das ganze Modell aber mal abschattieren. Wir nutzen dazu ein schwarzes Wash. In dem Fall von Citadel Nullen Oil. Ihr könnt dazu aber auch andere Washes nehmen, zum Beispiel den Dark Tone von Army Painter oder von Vallejo. Vallejo gibt es auch ein schwarzes Wash. Wir verdünnen das jetzt auch nicht, sondern wenn hier jetzt das Ganze fleckig austrocknet und das Ganze abdunkelt, das ist gewollt. Also die Flecken stören uns nicht, weil wir einfach mit den Originalfarben dann nochmal drüber gehen. Und das Abdunkeln ist tatsächlich auch extrem gewollt. So. Und nun gehen wir einmal großflächig drüber und waschen das gesamte Modell. Und auch wirklich alle Parts. Das heißt, wir bearbeiten das Modell nicht mit den verschiedenen Washes, wie wir jetzt zum Beispiel bei einer 28 mm vorgehen würden, sondern tatsächlich alles in diesem schwarzen Ton. Auch Haut, alles in schwarz, dass wir wirklich ein Blacklining bekommen. Das finde ich persönlich bei 15 mm einfach noch schöner, grenzt das Ganze noch ein bisschen mehr ab. Weil wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Haut mit Raglan Flash Shade zum Beispiel tuschen würden, dann hätten wir nicht den Effekt, den wir jetzt hier mit dem schwarzen Wash erzielen. So, wir haben hier wirklich großflächig jetzt aufgetragen, richtig schön dick. So, dass es auch wirklich überall hinläuft. Und jetzt müssen wir der Miniatur einfach mal ein paar Minuten Zeit geben, damit das Ganze mal abtrocknet. Ja, und dann werden wir alle Farben nochmal wieder aufhellen. Nun ist das Wash getrocknet. Ja, wir sehen, die Miniatur glänzt auf jeden Fall ein bisschen. Das ist immer so eine Eigenart von den ganzen Washes. Aber wir sehen jetzt hier auch schon tatsächlich, dass halt einfach auch ein bisschen was abschattiert ist. Jetzt kann man auch sagen, okay, ich lasse das Modell einfach so, mache jetzt ein bisschen Mattlack drüber, das reicht mir völlig aus für 15 mm. Aber wir wollen natürlich jetzt noch so ein bisschen Farbe einfach noch rausholen und wir hellen jetzt jeden Farbton, den wir jetzt aufgebracht haben, bis auf das Metall,
einfach nochmal ein bisschen auf und setzen einfach nochmal damit entsprechende Highlights. Wir beginnen mit der Hautfarbe. Ja, wie hellen wir Farben auf? Man sagt ja immer, oh nee, Farben mit Weiß aufhellen nicht, das ist dann immer so kalt und so. Ich helle auch ganz gerne mal mit Pale Sand oder Ivory auf, damit das einfach nicht zu krass ist. Und man sieht das tatsächlich, wir waren jetzt auf dem AK Interactive Workshop zum Beispiel und dort haben wir auch Farben zum Beispiel mit Pink aufgehellt. Ja, Pink. Das konnte sich auch erstmal keiner vorstellen, aber man sieht es tatsächlich überhaupt nicht und wir kriegen dann tatsächlich einen schönen warmen Farbton hin. So, ich habe jetzt auch Pale Sand genommen für den Hautfarbton und habe das in das Flash Base mit eingerührt. Und jetzt setzen wir einfach einen einzigen Highlight-Punkt. Das heißt, wir können dann natürlich, also wer mag, kann natürlich immer noch weiterarbeiten. Aber für mich reicht das völlig aus. So, jetzt versuchen wir das mal auch auf die Cam zu kriegen. So, wir gehen einfach ein bisschen auf die Finger drauf. Und hier haben wir natürlich jetzt ein blödes Gesicht, weil hier genau die Panzerschreck sitzt. Aber wir machen hoch auf die Nase. Versuchen hier noch an die Wange. Und bei 15 mm malen wir natürlich auch keine Augen mehr. Das wäre dann doch ein bisschen übertrieben. So, als nächstes schnappen wir uns den Red Leather Farbton. Dort können wir auch die aufgehellte Hautfarbe einfach ein bisschen mit reinmischen. Weil die Hautfarbe an sich ist ja so ein bisschen rötlich. Und damit können wir dieses Red Leather einfach schön mit aufhellen. Und auch hier ist es ja jetzt tatsächlich nur so ein, ja, zwei kleine Striche. Einmal auf die rechte Seite, einmal auf die linke Seite. Aber man sieht es dann tatsächlich auch auf dem Spielfeld. So, als nächstes haben wir den Middle Stone. Da nutze ich auch wieder Pale Sand. Und da müsst ihr aufpassen, nicht zu hell, weil ihr könntet auch das normale Middle Stone an sich darüber ziehen, weil das Schwarz dunkelt das Middle Stone doch echt stark runter. So. Wir hier auf diesem Gunshield quasi nochmal lang. Dann haben wir das Rohr. Müssen wir mal ein bisschen gucken, weil die Kamera direkt vor meinem Kopf steht. Da muss ich mir mal für die Zukunft auch was einfallen lassen. Entschuldigt bitte auch das vielleicht etwas so dunkle Licht. Ich bin zu Hause und habe nicht entsprechende Leuchtquellen. Also so zum Malen für mich reicht es zu Hause. Aber ich glaube, für Fotoaufnahmen und Videoaufnahmen ist es ein bisschen zu dunkel. So. Gucken wir nochmal vorne. Wir haben natürlich vorne auch noch. Und wir lassen einfach immer so ein bisschen den Schatten stehen. So, das wäre die Panzerschreck. Dann haben wir hier hinten noch den Gasmaskenbehälter. Und auch dort nur ein, zwei Pinselstriche. So, und jetzt haben wir noch die Spatentasche. Die kann man auch auslassen, muss man nicht. Weil das ist eh so ein Accessoire, was man tatsächlich kaum noch sieht. Aber wir machen es mal der Vollständigkeit halber auch noch mit.
Und dann haben wir jetzt eigentlich nur noch die Uniform. Die Stiefel lassen wir so. Den Helm lassen wir so. Man könnte beim Helm nochmal, könnte man nochmal umranden, das ginge. Aber wir kümmern uns jetzt eigentlich nur noch um die Uniform. Und hier nehmen wir auch einfach ein bisschen Pale Sand. Mischen das in den German Field Grey mit rein. So, und jetzt ziehen wir die Uniform nochmal nach. Das heißt, wir haben hier an den Beinen. Und lassen jetzt aber die Schatten stehen. Die Taschen, die aufgesetzten. Dann haben wir hier vorne den Ärmel. Hier die Falte. Ich hoffe, man kann das sehen. So, hier hinten haben wir eine Fläche. Den Kragen. Ja, das war's eigentlich schon. Wir können jetzt das Ganze noch ein bisschen höher spielen. Wir machen das Ganze jetzt noch mal ein bisschen heller. Weil es darf ruhig bei 15 mm, darf ruhig das Ganze ein bisschen heller wirken, weil wir auch einfach eine Entfernung haben. Und dann sieht man das wirklich nicht mehr. Also wir haben jetzt natürlich hier schon Kontrast, aber wir können das Ganze jetzt doch noch mal ein bisschen höher spielen. Indem wir es einfach noch ein bisschen heller machen und einfach die Farbschicht, die wir eben gesetzt haben, noch stehen lassen und wirklich nur noch jetzt eine kleinere Fläche von dem Hellen draufsetzen. Jetzt werden wir das Ganze dann im Anschluss, wenn wir die Gamanzer Armee oder das ganze Platoon bemalt haben, werden wir dem Ganzen einen Glanzlack verpassen, dass wir noch den restlichen Glanz vom Wash wegbekommen. Aber das ist eigentlich schon alles, was wir in 15 mm brauchen. Mehr würde ich da persönlich gar nicht an Zeit rein investieren. Wir haben einfach auch bei 15 mm viele Miniaturen. Das soll schnell gehen und es geht wirklich schnell. Das heißt, wir haben die Grundfarben drauf. Wir washen das einmal komplett mit einem einzigen Wash runter. Ziehen dann die Farben nochmal nach und dann, wer möchte, kann dann immer noch den ein oder anderen extra Highlight setzen, um es dann vielleicht noch auffälliger zu machen, wenn man jetzt ein Multibase hat, wo mehrere Miniaturen draufstehen. Aber das sollte es schon gewesen sein. Ich würde ganz gerne in Zukunft noch mehr Tutorials machen, um auch mal verschiedene Tarnungen zu zeigen, auf 28 mm, auf 15 mm, auf Fahrzeug-Tutorials würde ich gerne mehr machen. Allerdings ist das immer so ein Zeitproblem. Ich hoffe allerdings, dass das in den nächsten Wochen und Monaten, dass ich da einfach noch mehrere Tutorials machen kann und die werden dann auch gesondert kommen. Wenn ihr Ideen habt, was noch gemacht werden könnte oder worauf ihr Bock habt, Mensch, zeigt doch mal das und das oder macht doch mal dies und dies oder probieren das und das mal aus, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich versuche das alles mal mit abzuarbeiten. Ich versuche mir nochmal eine ordentliche Lösung rauszusuchen, dann, dass ich diese Tutorials quasi auch mal von zu Hause aus machen kann. Weil so ein Tutorial kann ich gerne abends nochmal in Ruhe aufnehmen. Das ist dann im Studio doch immer noch ein bisschen stressiger, wenn ich das dort mache. Ja, aber das war es zum 15 mm Bemaltutorial. Das wäre jetzt mein Tabletop-Standard, den ich so aufs Spielfeld bringen würde. Das reicht mir völlig aus für 15 mm. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Und ja, bei Fragen, Kritik oder Anregungen schreibt es in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann beim dritten Einsteiger-Guide und letzten Video dann dazu, in dem Andi dann seine fertige Armee zeigt und dann hoffentlich ein Match damit auch gewinnt. Ja, wir sehen uns nächste Woche Samstag. Bis dahin. Tschüss.